Herzlich willkommen beim Online-Workshop Ethik für alle vom Ersatzfach zum Favoriten. Dieser Workshop wurde vom Landesverband Baden-Württemberg der Giordano-Bruno-Stiftung veranstaltet. Der Ethikunterricht ist an den Schulen von Baden-Württemberg noch immer ein Ersatzfach zum Religionsunterricht. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung ist da anderer Meinung und wünscht sich einen gemeinsamen Ethikunterricht an unseren Schulen. Dieser Workshop fand am 10. September 2024 statt und besteht aus zwei Vorträgen. Der erste Vortrag informiert Sie über die aktuelle Situation an den Schulen von Baden-Württemberg und die Inhalte des Faches Ethik. Im zweiten Vortrag erfahren Sie, wie man sich bzw. sein Kind aktuell vom Religionsunterricht ab- und beim Ethikunterricht anmelden kann. Gut, ich grüße Sie alle. Wie Sie schon gehört haben, vertrete ich heute Dr. Inga Tappe, die diesen Vortrag vorbereitet hat. Ich habe die Zahl ihrer Folien etwas verringert und werde so in etwa 20 Minuten sprechen. Das Thema ist, wie Sie sehen, das Schulfach Ethik in Baden-Württemberg. Jetzt gibt es ein Problem mit dem Schalten. Ah, jetzt hat es geklappt. Gut. So, ja, die erste naheliegende Frage ist ja, wenn man über Ethikunterricht spricht, was ist eigentlich Ethik? Ethik, kann man kurz sagen, ist Moralphilosophie, also Philosophie über Moral. Moral ist der Gegenstand dieser Art von Philosophie. Ethik ist ein Teilbereich der Philosophie. Und was ist eigentlich Moral? Wie kann man Moral verstehen? Moral legt fest, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, was also eine gute und insofern moralische Lebensweise und Handlungsweise ist. Und Ethik vertritt nicht die Moral, sondern reflektiert über Moral. Die nächste Frage, die sich aufdrängt, ist, wenn Ethik Philosophie über Moral ist, was ist dann eigentlich Philosophie? Philosophie ist ein Verfahren des Denkens. Dieses Denken ist analytisch und untersucht gegebene Begriffe. Dieses Denken untersucht aber auch das Denken selbst, bezieht sich also auf sich zurück und betritt somit eine sogenannte Metaebene. Philosophieren heißt argumentieren. Und das bedeutet, dass philosophische Aussagen immer auf Begründungen beruhen. Auch diese Begründungen sind dem Zweifel und der Hinterfragung stets ausgesetzt. Diese Begründungen dürfen nicht bloß subjektiv und intuitiv sein, sondern sie müssen für mehrere Menschen, also intersubjektiv, einleuchtend sein. Jetzt noch die Frage, was eigentlich das Wort Philosophie in seiner Herkunftssprache, dem Griechischen, bedeutet. Philosophie bedeutet übersetzt Liebe zur Weisheit. Für den antiken griechischen Philosophen Aristoteles ist Weisheit die vernünftige Auseinandersetzung mit relevanten Gegenständen.
In anderen Worten, wie Sie es auf der Folie lesen können, mit dem Wichtigsten und Besten. In welchen Schularten in Baden-Württemberg wird eigentlich Ethikunterricht erteilt? Obwohl es schon länger versprochen ist und obwohl die Gesetzeslage es eigentlich vorschreibt, haben die bildungspolitisch Verantwortlichen in Baden-Württemberg noch immer nicht in der Grundschule den Ethikunterricht eingeführt. Das scheint auch nicht so, als ob sie es in näherer Zukunft vorhätten, das Gesetz hier umzusetzen. Inzwischen aber wird Ethikunterricht in weiterführenden Schulen ab der 5. Klasse erteilt. Und Ethik ist auch ein Wahlfach für das Abitur. Wohlgemerkt, es ist nicht ein Pflichtfach. Ethik kann gewählt werden als Prüfungsfach im Abitur. An den Berufsschulen sieht es etwas uneinheitlicher aus. Je nach der inhaltlichen Ausrichtung und je nach den Ressourcen der einzelnen Schulen wird Ethikunterricht erteilt oder eben auch nicht erteilt. Wichtig ist, dass in keiner Schulart Ethikunterricht erteilt werden darf, wenn nicht auch Religionsunterricht stattfindet. Wo Religionsunterricht entfällt, fehlt automatisch auch der Ethikunterricht. Ich zeige Ihnen nun einige ausgewählte Einblicke in den Bildungsplan, um die Frage ein wenig zu klären, was im Ethikunterricht eigentlich behandelt wird. Sie können das auch im Internet aufrufen, in den Bildungsplänen Baden-Württemberg. Die Folien beziehen sich auf das Gymnasium. Das ist jetzt der Überblick bezogen auf die Klassen 5 und 6. Die Inhalte des Ethikunterrichts in diesen Klassen sind die soziale Bezogenheit des Menschen auf sich und andere unter der Überschrift Ich und andere. Weitere Themen sind die Suche nach Glück, die Regelung des menschlichen Miteinanders, die Frage nach Wahrhaftigkeit und Unwahrheit oder Lüge. Außerdem werden Gegenstand der Reflexion die Medien, die Natur und in Abgrenzung zur Wissenschaft auch verschiedene tradierte Glaubenssysteme. Jetzt habe ich einen Sprung vollzogen zu den Klassen 11 und 12 am Gymnasium. Sie sehen, dass ich hier die Themen des Ethikunterrichts weiter ausdifferenzieren. Es wird unter anderem darauf eingegangen, dass es verschiedene Richtungen der Ethik gibt. Also dieser Teilbereich der Philosophie untergliedert sich noch einmal in verschiedene Ethikrichtungen und Strömungen, die nicht deckungsgleich miteinander sind. Also beispielsweise wird das Thema Tugendethik behandelt. Das schreibt sich zurück bis in die Antike. Da geht es darum, dass Menschen Tugenden haben, die sie einüben können, um dann tugendhaft zu handeln. Eine andere, jüngere Richtung ist der Utilitarismus. Beim Utilitarismus geht es um Nützlichkeit. Es geht darum, den möglichst großen Nutzen für eine möglichst große Zahl an Menschen zu erzielen. Und es gibt die Richtung der Pflichtethik. Das ist eine Richtung der Ethik, die von Immanuel Kant vertreten wird. Und da geht es darum, bestimmte Grundsätze, die vernunftgeleitet sind, im ethischen Handeln zu befolgen.
Ein weiteres Feld ist die Verantwortungsethik. Da geht es darum, durch sein Handeln, auch zum Beispiel im Bereich der Ökologie, da ist diese Verantwortungsethik auch anwendbar, die Folgen des eigenen Handelns zu bedenken und abzuschätzen und danach dann Maßnahmen zu ergreifen, Entscheidungen zu treffen. Sie sehen einen grünen Kasten auf dieser Folie. Das dient als Hinweis darauf, dass der Ethikunterricht immer versucht, aktuell zu sein. Und wir haben in der Gegenwart zum Beispiel das wichtige Thema der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Und da wird die Frage behandelt, in welchem Verhältnis die Digitalisierung zur menschlichen Freiheit steht, inwiefern da Fremdbestimmungen Raum greifen. Oder ein anderes aktuelles Thema, das uns beschäftigen muss, das ist die Globalisierung und in welchem Verhältnis die Globalisierung eigentlich zur Gerechtigkeit steht. Ja, jetzt als Kontrast ein Blick auf den Bildungsplan der katholischen Religionslehre am Gymnasium. Sie sehen, dass hier ein Überblick von der 5. bis zur 12. Klasse, da sind die Themen aufgelistet. Wenn Sie sich das anschauen, werden Sie sehen, dass sich die Themen von Klassenstufe zu Klassenstufe immer wiederholen. Es ist also eine Art Spiralcurriculum, das sich nach oben schraubt, auf immer höherem Niveau eigentlich die gleichen Themenbereiche behandelt. Da findet eine Beschäftigung mit den Menschen statt. Das findet in der Ethik auch statt. Dort ist es der Bereich der Anthropologie, aber auch im katholischen Religionsunterricht ist der Mensch Gegenstand der Reflexion. Auch die Frage der Verantwortung oder auch andere Religionen werden betrachtet und behandelt. Aber Sie sehen auch, wie viel Raum die sich immer wiederholenden Begriffe Bibel, Gott, Jesus Christus und Kirche einnehmen. Und an der Wiederholung dieser Themensetzungen sehen Sie, dass dieser Religionsunterricht einen christlichen Verkündigungscharakter hat. Ja, jetzt gehe ich darauf ein, welche Inhalte eigentlich im katholischen Religionsunterricht verbindlich gemacht werden. Das kann natürlich nur exemplarisch geschehen. Bei der Auswahl, die Sie hier sehen, handelt es sich um das Thema der Homosexualität. Ich trage einmal den Text vor. Das ist ein Auszug aus dem Abitur Führer für katholische Religionslehre. Also mit diesem Buch bereiten sich SchülerInnen auf ihre katholische Abiturprüfung vor. Dort heißt es, die katholische Kirche hat gelebte homosexuelle Beziehungen niemals als sittlich gerechtfertigt anerkannt und tut es bis heute nicht. Weil Sexualität in der Natur, deren Ordnung als gottgewollt betrachtet wird, jetzt ist einige etwas verdeckt, aber es läuft darauf hinaus, dass Sexualität aus katholischer Sicht dem Akt der Fortpflanzung zwischen Mann und Frau dient. Und deshalb ist es nach dieser Sichtweise ein Missbrauch des menschlichen Sexualtriebs, diesen Sexualtrieb contra naturam auszuleben, also gegen die Natur auszuleben. Infolgedessen verurteilt die katholische Kirche zwar nicht die homosexuelle Neigung eines Menschen, betrachtet diese Neigung aber als eine Berufung zur Keuschheit, die es als persönliches Geschick anzunehmen gilt. Also, wenn jemand ein homosexuelles Begehren hat, ist das sein Schicksal? Man kann auch sagen, sein Pech. Aus katholischer Sicht bedeutet es, dass ein solcher Mensch keine Sexualität leben darf, dass er enthaltsam leben muss.
Und dieser Auszug aus diesem Büchlein zur Vorbereitung auf die katholische Abiturprüfung dokumentiert, dass im Religionsunterricht normative Setzungen stattfinden. Sie sehen das vor allem in den rot eingefärbten Zeilen. Die katholische Kirche hat gelebte homosexuelle Beziehungen niemals als sittlich gerechtfertigt anerkannt und tut es bis heute nicht. Das ist also eine normative Setzung. Homosexuelle Beziehungen sind falsch, verstoßen gegen die Norm der katholischen Kirche. Und eine weitere Norm: Wer homosexuell ist, darf nicht sexuell aktiv sein, sondern hat sich damit abzufinden, dass sie eher das eigene sexuelle Begehren nicht leben kann. Auch das eine normative Setzung. Und ein weiterer Auszug aus diesem Abiturvorbereitungswerk bezieht sich auch auf die Homosexualität, aber hier bezogen auf Paare, die zusammenleben. Dass auch gleichgeschlechtliche Paare tiefe Emotionalität füreinander empfinden können, wird niemand in Abrede stellen, so das Zugeständnis. Was ihnen allerdings fehlt, ist die Fähigkeit der zwar nicht ausschließlichen und auch nicht immer verwirklichten, aber natürlicherweise eben doch grundsätzlich vorhandenen Hinordnung einer Partnerschaft auf die Zeugung und Erziehung von Kindern gerecht zu werden. Deshalb können gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht als auf der gleichen Ebene stehend betrachtet werden wie homosexuelle Partnerschaften. Also das heißt, dass Partnerschaften, und aus katholischer Sicht sind das Ehen zwischen Mann und Frau, auf Fortpflanzung ausgerichtet sind. Dem tut auch kein Abbruch, dass durchaus heterosexuelle Paare keine Kinder haben wollen. Aber das ist der eigentliche Sinn der Ehe, und einen solchen Sinn kann eine Partnerschaft zwischen homosexuellen Menschen nicht haben. Dabei wird nicht reflektiert, dass es durchaus möglich ist, auch als Angehörige einer sexuellen Partnerschaft Kinder zu zeugen oder Kinder auszutragen, Kinder aufzuziehen. Das ist ja gesetzlich inzwischen auch so geordnet. Aber aus Sicht des katholischen Religionsunterrichts ist das nicht akzeptiert. Hier bieten die letzten drei Zeilen ein Beispiel dafür, dass Wertungen vorgenommen werden, also eben die Wertung, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften gegenüber heterosexuellen Partnerschaften von minderem Wert sind, nicht auf der gleichen Ebene stehen. Das heißt, eine weltanschauliche Neutralität wird im katholischen Religionsunterricht in diesem Themenbereich nicht eingehalten. Ja, jetzt die Frage: Warum soll überhaupt Ethikunterricht erteilt werden? Auf einiges habe ich ja schon hingewiesen. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Versuch unternommen wird, im Bildungsplan die Aktualität der Themen, die im Ethikunterricht behandelt werden, zu gewährleisten und damit eben auch die Relevanz der Themen, nicht zuletzt für die Lernenden selbst. Und was sich jetzt auch in den Aussagen zum katholischen Religionsunterricht bereits angedeutet hat, der Ethikunterricht erhebt den Anspruch auf weltanschauliche Neutralität. Normen werden auch also nicht einfach traditionsgebunden oder subjektiv gesetzt, sondern sie werden betrachtet und untersucht, ihre Begründungen werden geprüft auf Haltbarkeit, Normen werden gegeneinander gestellt und auf diese Weise findet eine Reflexion von Normen statt. Normen müssen aus Sicht des Ethikunterrichts intersubjektiv begründbar sein und sie müssen vernunftgemäß begründbar und herleitbar sein und kritisierbar sein. Und sie sollen nicht einer ganz bestimmten Kultur unverbrüchlich verhaftet sein.
Zum Abschluss gehe ich auf das Beispiel Frankreich ein. Frankreich ist ein laizistischer Staat. In Frankreich sind Staat und Religion tatsächlich getrennt. Und es gibt in Frankreich an den Schulen keinen Religionsunterricht. Philosophie ist in Frankreich nicht nur Wahlfach, wie in Baden-Württemberg, sondern Philosophie ist in Frankreich am Gymnasium ein Pflichtfach und ein verpflichtendes Prüfungsfach im Abitur. Das heißt, niemand kann in Frankreich Abitur machen, ohne eine Philosophieprüfung absolviert zu haben. Hier ist ein Auszug wiedergegeben aus einem Interview mit dem französischen Philosophen Endhoven, das das Magazin Cicero geführt hat. Cicero spricht den Philosophen an mit den Worten: Sie sprachen gerade auch vom Unterrichtsfach Philosophie. Bei uns ist das in einigen Bundesländern, zum Beispiel in Baden-Württemberg, nur ein Wahlfach. Es könnte also theoretisch Gymnasiasten geben, die bis zum Ende der Schulzeit nicht einen philosophischen Text gelesen haben. Die Antwort des Philosophen darauf: Ich bin erschüttert. Philosophie ist ein fundamentales Menschenrecht. Ich verstehe nicht, warum das nicht in der Schule gewährt wird. Ich habe Mitleid mit euch. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend. Ich werde über die gesetzlichen Grundlagen und das Verfahren der Abmeldung vom Religionsunterricht in Baden-Württemberg informieren. Und damit Sie wissen, wer ich bin, ich heiße Michael Rux und ich bin der Autor des Elternjahrbuchs. Das ist ein Handbuch des Eltern- und des Schulrechts in Baden-Württemberg, das jetzt im 23. Jahr erscheint. Ich war mal Lehrer und zeitweise auch Schulleiter. Und ich beschäftige mich seit Jahrzehnten als Personalrat und im Vorstand meiner Gewerkschaft mit dem Schulrecht und insbesondere auch mit dem Verhältnis von Schule und Religion. Und heute befinde ich mich im Unruhestand. Zu der Unruhe gehört, dass ich Ihnen heute Abend etwas vortrage. In Sonntagsreden, das ist eine passende Vokabel, wird sie oft beschworen. Die Säkularität, wir seien ein säkulares Land. Das ist eine Lüge, denn es stimmt zwar, das Grundgesetz garantiert uns allen die Religionsfreiheit, aber Deutschland ist immer noch kein säkularer Staat. Die Trennung von Staat und Kirche oder besser die Trennung von Staat und Religion ist bei uns noch längst nicht vollzogen. Staat und Kirchen befinden sich immer noch in einem unheiligen Konkubinat. Und das zeigt sich ganz besonders deutlich im Schulwesen. Der Religionsunterricht ist im Schulwesen ordentliches Lehrfach, aber der Staat hat in diesem konfessionellen Unterricht inhaltlich nichts zu sagen. Über die Inhalte bestimmen allein die Kirchen bzw. die Religionsgemeinschaften, aber der Staat zahlt die Gehälter der Religionslehrkräfte, er baut und heizt die Schulräume, er zahlt die Lernmittel, die Bibeln und Gesangbücher. Die Aufsicht des Staates ist auf den Stundenplan, die Unterrichtszeit und die Schulordnung beschränkt. Ansonsten hat der Staat nicht reinzureden. Und das Verbot, Schülerinnen und Schüler zu indoktrinieren, der sogenannte Beutelsbacher Konsens, der gilt zwar für alle Schulfächer, aber für den Religionsunterricht ist dieses Überwältigungsverbot praktisch aufgehoben. Die Frage ist jetzt, wie kann man dem entgehen? Was können wir tun? Was können die Betroffenen tun? Und darüber will ich heute informieren. Und diese Informationen beschränken sich auf die Rechtslage und das Verfahren über die Abmeldung an öffentlichen Schulen des Landes Baden-Württemberg. An privaten Schulen und in anderen Bundesländern gelten andere Regularien. Und da ich im Weiteren manchmal ein bisschen wenig Platz habe, kürze ich Religionsunterricht mit RU ab, Religionsgemeinschaft mit RG und unser hochwohllöbliches Kultusministerium heißt jetzt ganz einfach KM.
Das zur Grundlage. Der Religionsunterricht ist nach dem Grundgesetz und nach unserer Landesverfassung ein ordentliches Lehrfach. Was heißt denn das? Zur Teilnahme sind die Bekenntnisangehörigen, Schülerinnen und Schüler, verpflichtet, also jene, die einer der Konfessionen angehören, für die Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen eingerichtet ist. Das ist die fachmännische Vokabel dafür. Das sind in erster Linie die römisch-katholischen und die evangelischen, übrigens einschließlich der methodistischen Schülerinnen. Nur für sie wird an so gut wie allen Schulen Religionsunterricht tatsächlich erteilt. Übrigens vor 60, 70 Jahren waren über 90% aller Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrkräfte an baden-württembergischen Schulen entweder evangelisch oder katholisch. Das hat sich massiv verändert. Für viele christliche Gemeinschaften, von den Zeugen Jehovas bis zu den evangelischen Freikirchen, ist Religionsunterricht aber nicht eingerichtet. Deswegen müssen sich Schülerinnen und Schüler mit diesen Konfessionen auch nirgends abmelden. Für die findet Religionsunterricht nicht als Pflichtunterricht statt. Den Religionsunterricht gibt es außer für die hauptsächlich evangelischen und katholischen SchülerInnen, auch für altkatholische, für jüdische, für orthodoxe, für sunnitischen und alevitische SchülerInnen. Für sie ist der Religionsunterricht in Baden-Württemberg eingerichtet, für alle anderen nicht. Tatsächlich aber wird dieser Religionsunterricht an der einzelnen Schule nur dann erteilt, wenn an der Schule zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, es muss dort Lehrkräfte geben, die von der Religionsgemeinschaft die Bescheinigung haben, dass sie Religionsunterricht erteilen dürfen. Und zweitens müssen genügend bekenntnisangehörige SchülerInnen an der Schule vorhanden sein. Das sind mindestens 8. Bei den Juden sind es nur 2, aber ansonsten sind es 8. Andernfalls ist der Religionsunterricht zwar eingerichtet, aber er findet einfach nicht statt. Dann werden die SchülerInnen, die an dieser Schule unterrichtet werden, so behandelt, als gehörten sie gar keiner Religionsgemeinschaft an. Sie müssen sich deshalb auch von keinem Religionsunterricht abmelden. Der Grundsatz in Deutschland heißt ja, bei uns herrscht Religionsfreiheit. Niemand darf zur Teilnahme an religiösen Handlungen gezwungen werden, also auch nicht zum Besuch des konfessionellen Religionsunterrichts, auch wenn man der Konfession selber angehört. Und deshalb können sich bekenntnisangehörige SchülerInnen vom Religionsunterricht abmelden. Das ist übrigens kein Antrag. Das muss also von niemand genehmigt werden, sondern wer eine solche Erklärung abgibt, der hat folgende Wirkung im Auge. Das entfaltet dann rechtliche Wirkung, sobald es bei der Schule schriftlich eingereicht worden ist. Aber dafür gelten Fristen und je nach Alter der Betroffenen auch unterschiedliche Schikanen. Schikanen wissen wir ja alle aus dem Sport. Das sind Hindernisse, die man überwinden muss, um irgendwie ans Ziel zu kommen. So ist das leider. So, und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Zur Abmeldung hat das Kultusministerium eine eigene Verwaltungsvorschrift erlassen. Früher nannte man sowas einen Erlass. Und es hat verfügt, die schriftliche Abmeldung muss mit Wirkung ab dem ersten Schulhalbjahr spätestens innerhalb von 2 Wochen nach dem Beginn, nach dem Ende der Sommerferien eingereicht werden. Zweitens, mit Wirkung ab dem zweiten Schulhalbjahr bis spätestens zum 14. Februar. Bis dahin muss es bei der Schule, also bei der Schulleitung, eingegangen sein. Das heißt, man kann das immer nur zum Beginn des Schulhalbjahres machen. Wer diesen Termin verpasst, der ist noch ein halbes Jahr zum Besuch des Religionsunterrichts verpflichtet, obwohl man daran eigentlich gar nicht mehr teilnehmen möchte. Das heißt jetzt für dieses Jahr, wer seine Abmeldeerklärung bis zum Freitag, den 20. September, bei der Schule abgegeben hat, der hat sich damit fristgerecht abgemeldet. Samstag ist es bereits zu spät, da ist nämlich die Schule zu. Dann muss man noch ein halbes Jahr warten, also bis Ende Januar
2025 und muss weiter am Religionsunterricht teilnehmen. Wer also das Zeitfenster von 2 Wochen verpasst, der hat halt Pech gehabt. Und jetzt kommen die Schikanen. Es gibt 3 Kategorien von SchülerInnen, nämlich erstens die Kinder. Als Kind zählt jeder Mensch, der noch nicht 14 Jahre alt ist. Zweitens, es gibt die religionsmündigen Jugendlichen. Was religionsmündig ist, sage ich gleich noch, ist, wer mindestens 14, aber noch nicht 18 Jahre alt, gilt ja als Jugendlicher. Und drittens gibt es die Volljährigen, also die Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Für die gibt es 3 unterschiedliche Verfahren. Am kompliziertesten ist die Abmeldung der religionsmündigen Jugendlichen, also der 14- bis 18-Jährigen. Die können sich übrigens schon selbst abmelden, deswegen nennt man sie religionsmündig, aber auch ihre Eltern können das für sie tun. Und jetzt zu den Schikanen, die das Kultusministerium eingebaut hat, damit bei dieser Gruppe der Abmeldevorgang ganz bewusst erschwert wird. Ich zeige das mal mit Hilfe der Musterschreiben, die ich für alle 3 Gruppen mal entworfen habe. Hier ist zunächst einmal die Gruppe der Kinder. Also Maria und Josef Mustermann wollen ihr Kind abmelden. Da schreiben sie an die Mustergrundschule: Sehr geehrter Herr Lempel, unsere Tochter ist Schülerin der Klasse sowieso und wir melden sie hiermit vom Religionsunterricht ab. Und das geschieht im Einvernehmen mit Johanna und dann kommen die Unterschriften. Und jetzt zu den Einzelheiten. Dies geschieht im Einvernehmen mit Johanna. Das ist ein ganz wichtiger Satz, denn ab dem 12. Lebensjahr dürfen die Eltern über die religiöse Erziehung des Kindes nur noch mit Zustimmung des Kindes entscheiden. Und deshalb ist es sinnvoll, in der Erklärung gleich anzugeben, dass die Eltern sich mit ihrem Kind verständigt haben. Sonst wird das nämlich von der Schule nochmal nachgefragt. Das kostet nochmal Zeit und ist umständlich. Zweitens habe ich hier rot gekennzeichnet, Maria Mustermann und Josef Mustermann müssen für ihre Tochter beide unterschreiben, denn sie haben ein gemeinsames Sorgerecht und deshalb muss die Erklärung in der Regel von beiden Elternteilen unterschrieben werden. Hat nur einer von beiden das Sorgerecht, natürlich nur von einem. Jetzt kommt die zweite Gruppe. Das ist jetzt der Johannes Mustermann höchstpersönlich. Der ist schon mindestens 14 Jahre alt und der schreibt jetzt an seine Schulleitung: Lieber Herr Lempel, ich bin Schüler der Klasse 9a. Hiermit melde ich mich aus Glaubens- und Gewissensgründen vom Religionsunterricht ab. Mein Glaube, er könnte auch schreiben, mein Gewissen verbietet mir, daran teilzunehmen. Und dann unterschreibt der Johannes Mustermann diese Abmeldeerklärung selbst. Das macht er, weil er ja religionsmündig ist. Und deswegen müssen seine Eltern auch nicht unterschreiben. Sie müssen auch nicht gegenzeichnen. Der Schüler könnte sich sogar abmelden, wenn seine Eltern gerne hätten, dass er weiterhin dabei ist. Denn diese Religionsfreiheit gilt ab dem 14. Lebensjahr. Da ist nichts zu machen. Übrigens, die Eltern können das für den Jugendlichen auch machen, wenn er damit einverstanden ist. Dann sollten sie wieder dazu schreiben, dass das einvernehmlich geschieht, sonst fragt die Schule wieder zurück, ist denn der liebe Johannes auch damit einverstanden, dass seine Eltern ihn abmelden? So, jetzt kommt die Besonderheit. Ganz wichtig ist die Formulierung aus Glaubens- und Gewissensgründen. In Baden-Württemberg gibt es nämlich eine Sonderbestimmung in diesem Erlass des Kultusministeriums. Die Erklärung ist überhaupt nur wirksam, wenn Glaubens- und Gewissensgründe vorgebracht werden. Das ist übrigens eine echte verfassungswidrige Schikane. Die Verfassung knüpft die Abmeldung an gar keine Bedingung. Aber das Kultusministerium verlangt das in seinem Erlass. Wie gesagt, das ist echt verfassungswidrig. Zweitens ist der Satz ganz wichtig: Mein Glaube verbietet mir, daran teilzunehmen. Wie gesagt, er könnte auch schreiben: Mein Gewissen verbietet mir, daran teilzunehmen. Und zwar deshalb, weil man auch erklären muss, warum man denn nicht mehr dabei sein möchte. Dieser Satz reicht aber aus. Ein einziger Satz. Weitere schriftliche oder mündliche Begründungen
können nicht verlangt werden. Da ist übrigens der Erlass des Kultusministeriums ganz gut. Da steht ausdrücklich drin, eine Überprüfung der angegebenen Glaubens- und Gewissensgründe ist nicht statthaft. Der Staat hat gefälligst nicht nachzufragen, warum denn jemand ein Gewissen hat und warum er einen Glauben hat und wie der aussieht. Das sieht den Staat, geht den Staat nichts an. Das ist meine höchstpersönliche Angelegenheit. Da sind wir endlich mal vorbildlich in Baden-Württemberg. Und damit die religionsmündigen Jugendlichen sich nicht so einfach abmelden können, gibt es jetzt noch eine Schikane. Die müssen nämlich ihre Erklärung bei der Schulleitung persönlich abgeben. Das ist so vorgeschrieben. Das heißt, die müssen ihre Erklärung in zwei Schritten abliefern. Erster Schritt. Sie teilen der Schule mit, ich melde mich hiermit ab. Zweitens. Sobald dieser Brief bei der Schulleitung eingegangen ist, lädt die Schulleitung diesen Schüler oder die Schülerin und die Erziehungsberechtigten zur Abgabe der persönlichen Erklärung ein. Und dann führt er in der Regel ein Gespräch über die Abmeldungsgründe. Übrigens, die Eltern sind nicht verpflichtet, an diesem Gespräch teilzunehmen. Aber wenn Sie in einer solchen Lage sind, dann sage ich den Eltern ganz dringend, bitte gehen Sie mit, begleiten Sie Ihr jugendliches Kind, damit es nicht hilflos zwei Erwachsenen ausgeliefert ist. Denn sehr häufig sitzt da nicht der Schulleiter oder die Schulleiterin allein herum, sondern die zieht auch die bisherige Religionslehrkraft hinzu. Und manchmal versuchen sie dann auch gemeinsam, den Schüler oder die Schülerin von ihrem Vorhaben abzubringen. Deshalb sollten sich die Eltern und das Kind darauf vorbereiten, oder besser gesagt die Eltern und der Jugendliche darauf vorbereiten, dass versucht wird, diese Glaubens- und Gewissensgründe doch zu hinterfragen und zu bezweifeln, obwohl das gar nicht zulässig ist. Da sollte man sich darauf einstellen und man sollte sich darauf nicht einlassen. Man sollte sagen, nein, dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Das ist meine persönliche Angelegenheit. Wenn man frech ist, sagt man noch, das geht Sie überhaupt nichts an. Aber man muss ja nicht überall frech sein. Vor allem sollten die Eltern und ihr Kind eins unterlassen. Sie sollten in diesem Gespräch nicht merken lassen, dass sie gar keine Glaubens- oder Gewissensgründe haben oder dass sie die nur vorschieben. Man könnte ja zum Beispiel den Religionsunterricht langweilig finden oder doktrinär. Oder man könnte die Religionslehrerin oder den Religionslehrer nicht mögen. Das sind keine Glaubens- und Gewissensgründe. Das sind dann persönliche Fragen und dann wird es gefährlich. Also besteht darauf, es sind Glaubens- und Gewissensgründe, warum wir nicht mehr dahin wollen. Denn sonst kann die Schulleitung einfach sagen, das ist unwirksam. Ihr habt ja gar keine Glaubens- und Gewissensgründe vorgebracht. Ihr mögt ja bloß die liebe Religionslehrerin nicht. Und übrigens eine ganz heikle Geschichte. Sobald ihr anfangt, darüber was zu sagen, dass ihr die Missbrauchsfälle in den beiden Kirchen für unmöglich haltet, dass ihr empört seid und dass ihr deswegen mit Religion nichts mehr zu tun haben wollt, haltet gefälligst euren Mund. Das ist nämlich eine Kriminalangelegenheit und kein Glaubens- und Gewissensgrund. Das ist eure persönliche Meinung. Glaubens- und Gewissensgründe sind etwas anderes. So, also lasst euch bitte auf keine unnötigen Diskussionen ein. Jetzt kommt die dritte Kategorie. Das ist jetzt Johanna Mustermann. Die ist schon 18. Die schreibt ganz einfach an den Herrn Lempel von dem Mustergymnasium. Ich bin Schülerin der Klasse 12b, hiermit melde ich mich ab. Unterschrieben. Das ist alles. Volljährige Schülerinnen müssen keine Glaubens- und Gewissensgründe erklären. Und sie müssen ihre Erklärung auch nicht persönlich abgeben. Denn durch nichts kann man sie daran hindern. Sie genießen als Erwachsene die vollständige Religionsfreiheit. Es reicht also bei dieser Personengruppe ein einfacher Brief an die Schule. Die Schulleitung lädt dann manchmal trotzdem zu einem Gespräch ein. Da müsst ihr nicht hingehen, weder der junge Erwachsene als auch die Eltern. Wenn man nicht unhöflich sein will, dann geht man trotzdem hin.
Man sollte sich bitte aber darauf vorbereiten, dass da versucht wird, mit diesen Menschen in eine Diskussion über Glaubens- und Gewissensfragen einzutreten. Aber das nützt nichts. Man kann auch ohne irgendeine Gründe einfach aus dem Religionsunterricht sich abmelden. Übrigens, wem das alles zu umständlich ist. Oder vor allem, wenn die Schule die Glaubens- und Gewissensgründe bezweifeln sollte, dann bleibt natürlich ein ganz praktischer Weg. Man tritt einfach aus der Kirche aus oder aus der Religionsgemeinschaft. In diesem Augenblick erlischt übrigens die Pflicht zum Besuch des Religionsunterrichts mit sofortiger Wirkung. Und das übrigens auch im Dezember oder im Januar. Also man muss da nicht einen bestimmten Termin einhalten, sondern sobald man ausgetreten ist, ist man nicht mehr verpflichtet, am Religionsunterricht seiner bisherigen Konfessions teilzunehmen. Man ist dann in jeder Hinsicht tatsächlich konfessionsfrei. Übrigens, religionsmündige Jugendliche, 14-Jährige, können selbst aus ihrer Religionsgemeinschaft austreten. Sie brauchen da keine Zustimmung oder Mitwirkung ihrer Eltern. Das ist seit 1923 so, seit dem Gesetz über die religiöse Kindererziehung, das heute in neuer Form immer noch unter dem Datum von 1923 im Gesetzbuch steht. Wichtig ist natürlich eins: Der Austritt aus einer Religionsgemeinschaft, der muss beim Standesamt erklärt werden und kostet eine Gebühr. Übrigens zur Erklärung, der muss deswegen beim Standesamt erklärt werden, damit auch das Finanzamt davon erfährt, denn die Kirchen erheben ja Kirchensteuern und da muss alles seine Ordnung haben, da muss ein ordentlicher Stempel drunter sein. Und er kostet eine Gebühr. In Freiburg sind das übrigens, glaube ich, 30 Euro. Und jetzt kommt einer von den schönen Geschichten in Deutschland. Der Eintritt in eine Religionsgemeinschaft ist gratis, obwohl das genauso viel Aufwand wäre. Warum wohl darf man umsonst eintreten? Und warum wohl kostet das Verlassen der Religionsgemeinschaft eine Gebühr? Dreimal dürft ihr raten. Und jetzt gehen wir zur Ethik. Alle vom Religionsunterricht abgemeldeten SchülerInnen, aber auch alle Andersgläubigen und Konfessionsfreien sind zum Besuch dieses Ersatzfaches Ethik verpflichtet, über das am Anfang berichtet wurde. Die sind verpflichtet. Aber nur dann, wenn an der Schule auch tatsächlich Ethikunterricht erteilt wird. Wurde ja vorhin schon gesagt, an den allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen ist Ethikunterricht ab Klasse 5 vorgesehen, aber an den Grundschulen in den Klassenstufen 1 bis 4 ist Ethik bislang nicht eingeführt. Ja, das hat seine Geschichte. Ursprünglich war das Fach Ethik nämlich eingeführt worden, um die SchülerInnen von der Abmeldung vom Religionsunterricht abzuhalten. Als das damals bekannt wurde, Anfang der 80er Jahre, da sind die SchülerInnen scharenweise aus dem Religionsunterricht ausgetreten, haben sich abgemeldet. Und um das zu verhindern, hat man damals dieses Abmeldeverfahren eingeführt, das ich jetzt so umständlich beschrieben habe. Das ist längst vorbei. Aus dem Abschreckungsfach Ethik ist längst eine echte Alternative geworden. Viele SchülerInnen finden den Ethikunterricht viel interessanter als den Religionsunterricht. So. Und was machen wir jetzt, wenn an der Schule kein Religionsunterricht oder Religionsunterricht stattfindet und kein Ethikunterricht? Dann sind ja die SchülerInnen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, weil sie abgemeldet sind, möglicherweise ohne Aufsicht. Und da muss ich jetzt einfach darauf aufmerksam machen. Aus der allgemeinen Schulpflicht entspringt, wer sich in die Obhut der Schule begeben muss, dem muss die Schule auch Aufsicht geben, damit nichts Unrechtes passiert. Die Schule muss sich also auch um alle SchülerInnen kümmern, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, die sich aber in der Schule aufhalten oder aufhalten müssen. Das sind zum Beispiel die Fahrschülerinnen, die auf den Bus warten müssen oder bei denen der nächste Bus in 2 Stunden erst fährt. Ja, die können ja nicht einfach draußen rumtoben. Übrigens, wir sind jetzt inzwischen in Baden-Württemberg bereits so weit, dass die Mehrheit der SchülerInnen in manchen Klassen gar keinem Bekenntnis mit Religionsunterricht mehr angehört oder wo sie vom Religionsunterricht abgemeldet sind.
Inzwischen sind die Religiösen an vielen Schulen in die Minderheit geraten und das wird sich weiter fortsetzen. Das wird für die Schulen immer schwieriger, die Aufsicht zu gewährleisten, vor allem wenn der Religionsunterricht nicht in Eckstunden stattfindet. Also dann kann man ja zu Hause bleiben oder schon nach Hause gehen. Dann wird die Aufsicht sehr schwierig. Dann muss die Schule mindestens Folgendes tun. Sie muss den SchülerInnen eine geeignete Unterbringung anbieten. Also zum Beispiel einen Aufenthaltsraum. Da muss mindestens punktuell, also ab und zu mal, eine Lehrkraft nachschauen, dass da nichts Unrechtes passiert. Zweitens, man kann die betreffenden SchülerInnen auch dem Unterricht einer anderen Klasse zuweisen, während die religionsgebundenen SchülerInnen im Religionsunterricht sitzen. Aber diese Klassenräume sind ja oft schon voll. Das wird für die Schulen immer schwieriger. Aber zwei Dinge darf die Schule auf gar keinen Fall tun. Sie darf die Schülerinnen, vor allem die Jüngeren, nicht ohne Aufsicht auf dem Schulhof herumspringen lassen. Und zweitens, sie muss die negative Bekenntnisfreiheit wahren. Das heißt, wenn man die religionsfreien oder die abgemeldeten SchülerInnen in den Unterricht einer anderen Klasse steckt, dann darf da, jetzt sage ich extra, um Gottes Willen, kein Religionsunterricht stattfinden, sonst wird nämlich die religiöse Freiheit dieser Kinder verletzt. So, und jetzt kommt der Trick 17. Wer nicht zum Besuch des Religionsunterrichts verpflichtet ist, der darf freiwillig daran teilnehmen. Dazu muss man einen Antrag an die Schule richten und die jeweilige Religionsgemeinschaft muss damit einverstanden sein, dass dieser Schüler oder die Schülerin noch in den konfessionellen Religionsunterricht hinzukommt, obwohl sie ja eigentlich gar nicht dazugehört. Sobald das geschehen ist, Antrag und Zustimmung, dann sind diese SchülerInnen nicht nur Gäste in diesem Religionsunterricht, sondern dann ist das für sie ein reguläres Unterrichtsfach. Dann müssen sie also auch nicht am Ersatzfach Ethik teilnehmen. Und es nehmen erstaunlich viele Kinder und Jugendlichen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Erstaunlich viele sind tatsächlich freiwillig im Religionsunterricht dabei. Das passiert besonders häufig an den Grundschulen, denn da gibt es ja gar keinen Ethikunterricht. Was sollen denn diese SchülerInnen anderes machen, als in den Religionsunterricht gehen? Manche Eltern wollen das übrigens auch. Wenn es schon keinen neutralen Unterricht zum Thema Religion und Ethik gibt, dann sollen die Kinder wenigstens etwas über das Christentum erfahren. Das ist ja ein durchaus berechtigter Wunsch, gar nichts dagegen zu sagen. Aber auch an den anderen Schularten passiert das. Wenn Ethik nicht parallel zum Religionsunterricht stattfindet oder wenn man deswegen eine Hohlstunde kriegt oder extra am Nachmittag zum Ethikunterricht kommen würde, dann geht man doch lieber in den Religionsunterricht, als sich in den Ethikunterricht zu begeben. Aber allein das erklärt die hohe Teilnahmequote an dem freiwilligen Religionsunterricht nicht. Die konfessionsfreien und die andersgläubigen Eltern werden nämlich in eine Falle gelockt. Und so sieht die aus. Bei der Schulanmeldung müssen alle Eltern nämlich ein amtliches Formular ausfüllen. Und wenn sie auf diesem Formular an die Stelle kommen, wo sie erklären müssen, mein Kind oder unser Kind gehört keinem Bekenntnis oder einem Bekenntnis an, für die Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen nicht eingerichtet ist, habt es verstanden, das ist echtes Bürokratendeutsch. Also, wenn man diese Rubrik angekreuzt hat, dann werden nur noch zwei Optionen angeboten. Entweder schreibt man dahin, kreuzt man da an, mein Kind soll deshalb an keinem Religionsunterricht teilnehmen. Oder, jetzt gibt es die Alternative, wir wünschen oder ich wünsche die Teilnahme meines Kindes am Religionsunterricht des folgenden Bekenntnisses.
Und dann folgen alle die acht Bekenntnisse, die ich vorhin genannt habe. An den Grundschulen ist übrigens nur evangelisch oder katholisch praktisch wählbar. Manchmal kann man auch einen anderen Religionsunterricht aufsuchen, aber meistens ist es tatsächlich nur der evangelische oder der katholische Religionsunterricht. Und jetzt guckt euch das mal an. Für diese freiwillige Anmeldung zum Religionsunterricht in einer Religion, der das Kind überhaupt nicht angehört, hat das Kultusministerium ein amtliches Formular bereitgestellt. Aber es hat zugleich den Schulen ausdrücklich verboten, wenn sich jemand abmelden will, ein Formular bereitzuhalten. Merkt ihr den Trick, wie hier ein weiteres Mal die Kirchen- und Religionsgemeinschaften gefördert werden und alle, die nicht so denken oder nicht dabei sein wollen, in die Abseitsfalle geschickt werden? Das ist so ähnlich wie beim Austritt aus der Kirche. Da sage ich jetzt noch einmal, Austritt beim Standesamt und Gebühr und Eintritt ist kostenfrei, obwohl der Verwaltungsaufwand hierfür gleich ist. Da zeigt sich, in welchem Umfang Staat und Kirche in Deutschland miteinander verschmolzen sind. Das ist keine Beleidigung, sondern das ist eine Tatsachenfeststellung. Ich nenne euch mal die letzten Zahlen zu diesem Vorgang. Eine Anfrage von SPD-Abgeordneten im Landtag hat das in diesem Jahr ergeben. An den Grundschulen unseres Bundeslandes waren 51% der SchülerInnen bekenntnisangehörig. Also nur noch 51%. Die übrigen 49 waren nicht zum Besuch des Religionsunterrichts verpflichtet. Aber 71% nahmen am konfessionellen Religionsunterricht teil. Das heißt, 20% wurden von ihren Eltern freiwillig zum Religionsunterricht angemeldet, mit Hilfe dieses Formulars, das ich euch eben vorgeführt habe. Übrigens, wo und wie die Schulen die restlichen 29% während der Rallye-Stunden versorgen, das ist ihre Sache. Da lässt das Kultusministerium sie allein. Zusätzliche Lehrerstunden kriegen sie dafür jedenfalls nicht. Die Grundschulen lassen auch diese 29% ihrer Schülerinnen nicht im Regen stehen, die nicht am christlichen Religionsunterricht teilnehmen. Sie kommen, wenn sie nicht irgendwo anders untergebracht werden können, in sogenannte Hütestunden. Da guckt dann ab und zu eine Lehrkraft vorbei. Viele Eltern betrachten das als unangenehm oder als diskriminierend. Und bisweilen fürchten sie auch mit gutem Recht, dass ihr Kind unbeaufsichtigt in der Schule bleiben könnte. Genau das ist der Tatbestand der Nötigung. Das Drohen mit einem empfindlichen Übel. Und das ist der Grund, warum ich das, was das Kultusministerium hier treibt, eine Nötigung nenne. Eine amtliche Nötigung. Das ist übrigens nur einer von den vielen Mechanismen, mit denen der konfessionelle Religionsunterricht gegenwärtig vor dem Austrocknen und Absterben gerettet wird. Wenn ihr euch anschaut, wie viele GrundschülerInnen in der ersten Klasse nur noch überhaupt einer Konfession angehören, also am Religionsunterricht teilnehmen müssten, dann wird euch nicht mehr schwarz vor den Augen, sondern das sind wirklich sehr wenige. Und zu diesen Rettungsversuchen gehört auch die abenteuerliche Art und Weise, mit denen islamischer Religionsunterricht in Baden-Württemberg gegenwärtig hochgepäppelt wird. Der wird von obskuren und reaktionären muslimischen Verbänden getragen. Denn dieser islamische Religionsunterricht gilt der Regierung als ein Beweis dafür, dass Religion in die Schulen gehört. Jetzt sage ich Ihnen meine ganz private Meinung. Das tut sie nicht. Religion ist Privatsache. Ich bin der Meinung, das ordentliche Lehrfach Religionsunterricht hat ausgedient und es wird in der weiteren Entwicklung der nächsten Jahre tatsächlich auch ausdienen. Und deswegen wollen wir Ethik als Pflichtfach für alle als echte Alternative.
Damit bin ich am Ende. Sage aber noch eins: Die Regionalgruppe Freiburg der Giordano-Bruno-Stiftung, zu der ich gehöre, für die habe ich einen Kompaktinfo verfasst zu dem Thema, über das ich heute hier informiert habe. Und da könnt ihr auf zwei Druckseiten noch einmal nachlesen, was ich heute hier gesagt habe. Man gibt einfach ins Internet ein gbsfreiburg.de und dann kommt man zu diesen Kompaktinfos und kann das nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch etwas tiefer in die Thematik einsteigen möchten, empfehlen wir Ihnen den Vortrag Vom Ersatzfach zum Favoriten, Religionsunterricht in der Krise von Sebastian Schöning. Er ist Mitglied der GBS Stuttgart.